Hallo und herzlich willkommen zurück bei Soma. So, ja, wir sind, wie hier schon steht, Simon und Catherine sind unterwegs nach Theta, wo sie das Dunbar zu finden hoffen. Ein Fahrzeug, das für Fahrten unter extremen Druckverhältnissen gebaut wurde. Nur an Bord des Dunbar wird es ihnen gelingen, in den Abgrund einzufahren und dort die verlorene Ahre zu finden. Jawohl, deswegen habe ich den Ladebildschirm mal gelassen. Ich wusste nämlich gar nicht mehr, was wir dann auf Theta eigentlich suchen, weil die Arche, die liegt ja auf Phi. Aber gut, dass wir das jetzt wieder wissen. So. Und da werden wir gleich reingeschmissen. Ach so, und was schwebt da? Ach so, das sind nur Fische. Die schweben nicht, die schwimmen, weil im Wasser kann auch alles über dir sein. Genau, so ist das. Genau, wir sind ja letztes Mal mit dem Zeppelin hier gelandet. Und wir haben uns da das Ding da angehört. Und da geht's jetzt weiter. Ah, ich weiß noch nicht wo und warum. Und ja gut, wir wissen jetzt, was wir hier suchen. Ja, da ist nochmal was zum Anhören. Da ist auf jeden Fall nochmal was zum Anhören. So, guten Tag. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The Ark Project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Wallaby. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Eieieiei. Okay. Ja, die haben nicht nur mit Robotern zu kämpfen, sondern auch mit sich selbst. Und dann, wenn man, wenn die aber sagen, mit Blut auffischen und so, dann waren das Menschen. Ich habe ja auch so ein bisschen die Befürchtung gehabt. Was? Ich so, danke, Catherine. Roboter? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this Hark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass, Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. Oh Mann, verewig jetzt da in so einer kaputten Maschine. How did Das you ist get here? nicht. I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Oh man, kann man noch Robin. was? Achso. I'm not sure how to say this. What? This is Yeah? pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all.
Ja, ich glaube, der will dem eigentlich sagen, hey, du bist nicht auf der Arche, du bist irgendwo in einem kaputten Roboter und. Oh nein, ich könnte ihn schon wieder töten. Oh nein. See you later. Will do. Ich könnte den schon wieder töten. Ich weiß es nicht, ist es schön da? Einfach nur das Bewusste, eigentlich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Soll das so aussehen? Nein, es sieht nicht so aus. Es ist nicht die Arche. Du bist jetzt verdammt da ewig und 3 Tage hier rumzusitzen und auf Leute zu warten, die niemals kommen. Ich weiß. Aber ich kann den doch jetzt auch nicht töten. Ich meine, ich bräuchte nur hier das Ding rausziehen und dann hat er keinen Strom mehr und dann wäre auch der Chip kaputt. Aber ich bin nicht der Einzige, der es kennt. Ja, boah, ist das übel. Aber eigentlich ist es ist nur ein Roboter, aber andererseits ist es auch irgendwie so ein Mensch, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, wenn man ein Hirn scannt, dass man die Seele einfängt oder... Also, ich glaube nicht, dass man auf so einer Arche, auf einem Computerchip wirklich, wirklich überleben oder weiterleben kann. Jetzt guckt mal alle weg. Guckt alle weg. Er leidet doch, oder? Ich habe keine Ahnung. Guckt weg. Jetzt geht's nicht mehr. Doch. Guckt weg. Tut mir leid. Ah, der wartet sonst ewig auf Leute, die nie kommen. Das ist doch auch kein Leben. Ganz ehrlich, festsitzend in so einer kaputten Maschine. Ja, ich bin böse. Nein, ich würde es nicht wollen. Jetzt komm, mach das Ding auf. Das ist manchmal so schwer alles. Okay, drehen. Rausziehen oder was? Okay. Nochmal drehen. Okay. Wieder reinschieben? Gut. Ah, okay. Jetzt können wir den Hebel ziehen. Ah, komm, gib mir den Hebel. Jawoll. Oh nein. Täter, mach die Tore auf. Was erwartet mich da drinnen? Oh Mann, und was für ein Tor. Habe ich Licht an? Habe ich Licht aus? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie Hilfe? Hilfe? Okay, ich weiß ja nicht. Können wir mal Licht anmachen? Das Licht hilft so überhaupt nichts. Irgendwie hilft das überhaupt nichts. Jawohl, wir machen hier wieder Luft, Wasserdruck, Abwechseldingens. So, mach zu. Das Tunnelbad. Errungenschaft. Jawohl, mach weg das Wasser. So, komm. Weg. Das nächste unheimliche Tor aufmachen. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Ich glaube, das war irgendwie Lader-Dings. Oh, oh. Das hört sich nach Zombie-Apokalypse an. Hello? Anyone there? Sei nicht so laut. Well, Catherine, we found Theta. Okay. Gib mir mal, die Scheibe ist schon so angedatscht. Vielleicht kriegen wir die kaputt. Ja, noch ein bisschen. Entschuldigung. Okay, da drüben vielleicht auch noch. Geh mal da drüben gucken. So, ich kann ja auch rennen, eigentlich. So, da kann man nichts machen. Da ist schon so ein Pilz und so ein Dingens, da kann man auch nichts machen. Reinschauen kann ich auch nicht.
Alles schon verseucht hier. Na, da kann ich nicht drüber springen, gut zu wissen. Eieieiei. Ja, es ist auch ein bisschen, irgendwie beschäftigt mich das jetzt mit dem Roboter noch so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, weil, aber wie gesagt, wäre ich jetzt ein Mensch und ich würde da so, ähnlich wie die Amy, da so rumliegen und hätte eh keine Lebensqualität mehr. Ich weiß nicht, ob das dann schön ist, da in Ewigkeit, weil so ein Computer, wenn der von dieser Seuchenmaschine hier, also von diesem Pilz und der Mutter-KI hier, wenn der da ewig am Leben gehalten wird und du sitzt die ganze Zeit und schaust immer nur auf ja, die gleiche Aussicht und so, das ist doch kein Leben. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wo sind wir? Wir sind Pathos 2. Sind wir hier? Ja. Okay, irgendwo zwischen überall. Keine Ahnung. kleine Kamera, ein Papierblock, Ball. Ah, nicht so zum Klicken hier, ne? Doch, nein. Ah, hier. Ach so. Das ist der Block gewesen. Nichts zum Lesen. Nichts zu machen hier. Aber, ah, hier. Catherine. We're here? We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Oh, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. Kommst du nicht mit? We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Ich glaube, die kommen nicht mit. Lass mich doch nicht allein, Catherine. Na gut, also, ich glaube, von dem Typen draußen kriegen wir nichts mehr mit, weil ich hab den ja jetzt schon getötet. Oh, ich kann Licht anschalten. Ob mir das viel hilft, ich weiß ja nicht. Eieieiei. Ruhe. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass... Bitte was? Hilfe? Ich kann mir halt nicht... Ach, mit Omi-Tool schwenken. Ja, die kommt ja jetzt irgendwie nicht raus. Ich weiß nicht, was da so komische Geräusche macht. Ach, hier geht eine Tür jetzt auf. Oh Gott, das sieht nicht gerade schön aus da hinten. Was sieht's mit dir aus? Auch nicht viel besser. Okay, gehen wir erstmal in den ersten Raum hier. Sterben und weinen. This place looks deserted. So far. It doesn't make any sense. Theta is clearly the best option for survival. Da geht Licht an. Boah, bitte bleib an, Licht. So, hier ist wieder Heilung. Brauche ich jetzt aber gerade nicht. Deswegen mache ich das Ding jetzt nicht sofort kaputt.
immer überall das Sabberzeugs da von der KI hier. Mit so einem roten Pilz und mit dem blauen. Where the hell did they all go? Alle Data tot. Is out of the picture. Where would you go? Probably Lambda or Omicron? Well, we've seen Lambda already. So maybe Omicron. Alle tot, alle reingeschlabbert in das, das Computerding da. In die KI, die hat alle aufgefressen. So sieht's aus. Oh, ein bisschen Wasser. Und guck mal, Wasser bräuchte man doch nicht, wenn hier keine Menschen mehr wären. Okay, hier ist. Kann es sein, dass hier gar nichts ist? Warum? Warum? Warum ist dann hier der Raum, wenn da gar nichts ist? So, wo kam. Don't worry, we won't find anyone. Maybe they all helped out with the Ark. To carry it to town? Well, it seems excessive, but not out of the question. Oh Gott, was war da drin? Ich habe nichts gesehen. Ich hoffe, da kommt nichts raus. Boah, nee. Zu viele Türen, zu viele Türen. Ich mache erstmal, oder so einen Scanstuhl. Mach hier erstmal zu. Boah, ich hab Schiss, ich hab Schiss. So, okay, hier können Welcome wir auch zu machen. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Also, das ist dein Reich, Catherine, ja? Dein Reich hier? Verbindungsfehler, Fehlerbehebung. Gucken wir mal, ob wir das reparieren können, ja. Fehlercode, keine Verbindung zum Hauptrechner möglich. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Ich würde mich an den Wartungsdienst machen. Oh, was ist das denn? Was ist das? Irgendwas Gutes? Auf jeden Fall hat das mal eingesteckt. Ich höre doch irgendwo Computer und überall irgendwas Böses und da ist nichts zum Lesen. Und die hat die jetzt irgendwie alles gemacht, ja? Ah, hier. Kann man das da reinstecken? Ah. Need to fix that mainframe connection. Ach so, hilft das mit dem Ding? Ich habe keine Ahnung. Probieren. Fehlercode. Keine Verbindung. Verbindungsfehler. Ja. Muss ich das dann erstmal nochmal... Ich nehme es erstmal nochmal mit. Ich höre doch irgendwo einen Computer. Das ist auch alles nix. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß, dass du das da reinpacken könntest, wenn du wolltest. So, Kamera und was... This is where I would store the ARC scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Seht ihr, wie die ganzen Tentakeln hier reingehen? Hier sind doch schon gar keine Chips. Doch. Sind das die ganzen Scans? Sind das alles die Scans von den Mitgliedern jetzt? Haben sie die nie auf die Arche geschafft? Ich glaube, die sind alle kaputt. Ah, warte. Ich hätte da was tippen können, oder? Noch gerade. Ah. Oh. Ich hab alle. Ah, hier kann ich nur drehen. Ja, aber die sind ja irgendwie alle kaputt. Kaputt. Oh, da ist, glaub, noch eine ganze. Guck mal. Die scheint noch ganz. Intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Ach so, okay. Ich glaube, einer reicht uns schon, oder? Ich glaube, einer reicht uns schon. Falls da noch einer mehr oder weniger in Anführungszeichen überlebt hat, hat der jetzt Pech. Aber wir brauchen nur einen. Nee, wie gesagt, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das wirklich... Dann... Man ist ja dann kein Mensch mehr. Also irgendwie... Es stellt sich halt Frage über Frage. Ich weiß es nicht. Das heißt, müssen wir erst den Computer zum Laufen bringen und da ist alles aber rot. Keine Ahnung. Hallo? Oh, nee. Ah, dem müssen wir den Chip dann wahrscheinlich einpflanzen.
Aber vorher müssen wir erst die ganzen Rechner hier. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Okay. Aber guck mal hier, das ist doch alles schon, wie heißt das? Ah, I see. Infiltriert. Check the terminal, I just want to make sure. Mancom? Daten löschen? Nein. Berg. Wieso geht der Computer, wenn der andere nicht geht? Hier alles über Berg, glaube ich. Ein paar Daten. Daten löschen? Nein, ich will keine Daten löschen. Munchie! Das war doch der Typ, der uns den Kopf gescannt hat. David Munchie? How did this... What is this? Ja, das ist Munchie. Aufgezeichnet Dienstag, den 28. April 2015. Gestorben im Mai 2078. Also ist der auch schon tot mittlerweile. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Post scan. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. It's freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Ah, wartet mal. Das heißt, wir sind jetzt nicht der echte Simon, wir sind nur die Maschine mit dem Scan von Simon im Computerrechner im Kopf oben. Und weil wir können uns alles, was nach dem Scan war, nicht mehr erinnern. Ja, der echte Simon, so, dann sind wir ja doch eine Maschine. Oh nein, wir sind eine Maschine. Und dann ist dieser Simon Sherrod, also der echte, lebendige, der menschliche, der ist ja dann von dem Scan rausgelaufen, hat sein Leben weitergelebt, war alles wunderschön und wir sind jetzt einfach nur der Scan von ihm. Ach nee. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Und die letzte Aufzeichnung 2015. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. Has made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Oh nein, wir haben gerade mehr oder weniger gehört, wie wir eigentlich im Grunde sterben. Das heißt, Simon Sherrod ist dann am Ende doch gestorben. Und wir sind echt jetzt seine Maschine? Oh man. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along.
waiting for someone to shove a picture of my brain into his suit and hit the power button. Oh Mann, so sieht's aus, Simon. Ach komm. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Wir sind also echt eine Maschine. Das hätte ich nicht erwartet, nicht gedacht. Ja, hier, Chip, und dann können sie fischen und machen und tun und reparieren. Ja, aber ich muss erst das Ding reparieren. Fehlerbehebung. Ja, ich weiß, geht nicht. Dann können wir dem wahrscheinlich den Chip, wo wir gerade vorher gefunden haben, einbauen. Strusky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Naser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the art project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Aber warum bringen sich die ganzen Leute nach dem Gehirnscan um? Oder wollen die dann sofort mit dem neuen Leben da anfangen? Ich habe doch keine Ahnung. Na, deswegen brauchen wir auch keinen Sauerstoff, wenn wir unter Wasser rumrennen. Ich glaube, das ist alles, weil wir so ein ganz bestimmtes Ding anhaben. Doch, ich habe Licht an. Okay, anmachen. Simon, the last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted two more by the infirmary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. Keep my eyes open. Oh Gott, ich bin gerade schon erschrocken mit dem Licht jetzt hier. Sind die dann so menschlich, dass ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind doch wahrscheinlich wieder hier unterwegs. Ich guck mir doch nur Bilder an. Lass mich alle in Ruhe. The legacy scanner view that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon. Don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Okay. Aber ich bin eine Maschine, die... Ach du Kacke, jetzt guck mal. Oh nein! Nein! Jetzt haben wir es direkt vor Augen. Wir sind eine Maschine. Wir sind eine Maschine. Wie heftig ist das? So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon. Some thoughts are better left alone. Oh, Mann, oh Mann. Hört doch auf, ihr blöden Lappen! Okay, da ist nichts. Ich hab so Schiss. Ist da irgendwas drin? Nein. Okay, das ist jetzt der andere Raum für Mädchen, Junge wahrscheinlich. Ist hier irgendwas? What the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say you'd be pretty upset. Okay.
Okay, da ist irgendwas durchgebrochen auf jeden Fall. Nicht schön, nicht schön. Nicht schön, nicht schön. Da geht's zu den Treppen. Da ist lauter Schrott. Was rauscht da so? Warum rauscht es da so? Okay, es ist unheimlich. Ich würde sagen, ich suche den Gang nächstes Mal ab. Uiuiui, ich hab so Schiss. Na gut, dann sage ich aber schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.